bei mir sitzen heute die deutsche Schauspielerin und Sprecherin Marisa Burger. Hallo Marisa. Hallo. Und der österreichische Schauspieler und Sänger Max Müller. Und ich möchte sagen, ich freue mich riesig, dass wir heute bei euch am Set sein dürfen, direkt hier im Büro, in der Kulisse. Total Wahnsinn. Vor allem, dass ihr eure Mittagspause opfert. Für uns. Tja. Wenn Reute ruft, das haben wir doch. Das ist natürlich toll. Und mit mir einen kleinen Talk macht. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ein paar Fragen bzw. habe euch ein bisschen recherchiert. Mhm. Und ich würde gleich mit dir anfangen, Marisa. Du bist eine sehr eigenständige Frau, die fest im Leben steht und weiß, was sie auch will. Also so habe ich das zumindest empfunden, vor allem eben auch beruflich. Nach dem Abitur hast du einige Ausbildungen gemacht, unter anderem auch die Schauspielschule besucht, 1995 erfolgreich abgeschlossen. Jetzt steht da auch noch was von einem Mozarteum. Ach so, was ja. Das war eigentlich so der Gedanke, dass ich vielleicht mir vorher mal überlegt hätte, Musik zu studieren. Aber ich habe dann schon festgestellt, die Schauspielerei ist eher meins. Und das soll auch so bleiben. Und es ist gut, dass es die Schauspielerei geworden ist, sag ich so. Jetzt gibt es ja aber manchmal trotzdem so ein bisschen gesangliche Episoden von dir auch. Hast du diesbezüglich noch eine Ausbildung dann gemacht? Also ich finde, es gehört zu unserem Beruf dazu, dass man sich immer ein bisschen weiterbildet, dass man mit seiner Stimme was macht, dass man natürlich auch sich traut zu singen. Das gehört mittlerweile zu unserem Beruf dazu, würde ich sagen. Mhm. Ich bin natürlich nicht so Profi wie der Max, aber wenn ich jetzt auf der Bühne stehen würde und in einem Stück singen müsste, hätte ich keine Angst davor. Ja, es hört sich auch immer gut an, also so ein bisschen, was man so hört, ist nicht schlecht. Also bereits während der Schauspielausbildung hast du auch schon mit hochkarätigen Schauspielern gedreht, also während der Ausbildung schon. Wer war das zum Beispiel? Das war die Christiane Hörbiger, das war der Martin Benrath, der lebt ja leider nicht mehr und ja, das ist natürlich eine wunderbare Sache. Öffnet einem auch natürlich ein bisschen die Türen. Also so bin ich zu meiner Agentur gekommen damals als junge Schauspielerin. Und ja, das ist das Glück, dass man manchmal Schauspieler hat. Das gehört dazu. Wie kommt man da dazu? Das wollte ich fragen. Man geht zu einem Casting oder du wirst in der Schauspielschule, haben wir ganz viel mit der Filmhochschule in München zusammengearbeitet und Abschlussfilme gedreht. Und ja, deswegen kommt man dann zu solchen Leuten, die einen dann wieder weiterempfehlen. Das waren jetzt keine großen Filme, das waren eher Abschlussfilme von der Filmhochschule. Aber wenn die Drehbücher gut sind, machen dann natürlich auch Schauspieler mit, die schon längst im Berufsleben stehen. Und somit kommt man dann dazu. Jetzt hatte ich ja auch neben der Schauspielerei die Theaterbühne fest im Griff und hatte dich. Wann bist du das erste Mal auf einer Bühne gestanden? Und weißt du noch, was war deine erste Rolle? Also das war natürlich Schultheater. Und ich glaube, das war das Gespenst von Canterville. Und da habe ich das Gespenst gespielt. Nein. Ja. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch, es war sehr lustig. Du warst aber dann auch auf mehreren Theaterbühnen zu Hause. Welche waren das? Das war hier in München die Komödie Max II, dann war es das Volkstheater in München und das Metropoltheater. Das ist schon viel, gell? Ja, würde ich gerne wieder mehr machen, aber man ist natürlich hier sehr zeitlich eingebunden. Aber es macht großen Spaß, auf der Bühne zu stehen. Es ist auch nicht das Gleiche, gell? Es ist Nein. einfach eine andere Arbeit. Noch. Jetzt sitzt neben dir der nette Kollege Max Müller. Mit ihm verbindet dich ja seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit, also gehe ich mal davon aus. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Seit Beginn der Serie kennen wir uns. Also Juni 2000. Ja, genau. Dann schwenke ich gleich mal zu dir, Max, wenn wir schon dabei sind. Es freut mich natürlich auch ganz besonders, dich hier auf unserem Promi-Würfel sitzen zu haben, Dankeschön. Ganz ehrlich. Österreich und Österreich, schon klar. Gell? Du kommst vom schönen Wörthersee aus dem Bundesland Kärnten. Klagenfurt am Wörthersee. Entschuldigung. Klagenfurt. Oh Gott, ist gut. Ja. Was hat dich ins schöne Bayern verschlagen? Die Rolle. Ja. Also der Michi Mohr, kannst du nicht anders sagen. Also ich war lang im Theater in der Josefstadt und hatte gekündigt im Januar 2000 und wusste eigentlich nicht, wie es so mit mir beruflich weitergehen wird, aber ich wollte mich verändern, das habe ich gewusst. Und im Mai darauf kam die Einladung zu dem Casting
Und ich war eigentlich vorgesehen als Partner für den Josef Hannesschläger. Und habe mir gedacht, naja, also so cooler Kopf und so, das sehe ich eigentlich nicht. Aber man fährt halt hin und dann machst du Casting. Und das lief ganz gut. Und zwei Wochen später haben sie mich dann angerufen und gesagt, ja, also leider mit dem Kommissar ist nichts geworden, aber es gab einen blöden Polizisten, wollen sie den spielen? Ich habe gesagt, gehört schon mir. Ah, super. Ja, auch eine tolle Rolle, also auch eine Hauptrolle, oder? Schon eine Hauptrolle, gell? Natürlich. Eine heißgeliebte Damit Rolle auf jeden Fall. Dazu, ja. Wie die Stocke genauso. Wie ist es jetzt mit dem Dialekt? In der Serie sprichst du ja ziemlich bayerisch. Ja? Ich hoffe. Ja, doch, finde ich schon. Muss man sich das aneignen oder hat sich das mittlerweile schon bei dir auch, weil du schon so lange da bist, eingebürgert so in der Sprache? Es ist so, ich lebe ja in Wien seit über 30 Jahren. Ne? Und also, ich bin ein echter Kärntner, ich bin ein gelernter Wiener und ein begabter Bayer. Okay. Es ist schon ein bisschen automatisch geworden, aber am Anfang musste ich natürlich eben dich fragen oder die andere Kollegen, sprich mir einfach vor. Ja. Und ich habe Gott sei Dank relativ gute Ohren und kann das ein bisschen nachmachen. Und, ja, und ich denke mal auch der österreichische Dialekt oder wenn man sich musikalisch auch eben, wenn man sich auskennt, das hat ja alles was mit Musik zu tun, finde ich. Auch Dialekt sprechen, zuhören, Melodien aufnehmen. Und wie gesagt, wenn man diese Begabung hat, dann fällt es einem manchmal nicht so schwer. Ich hoffe, du verzeihst mir das mit dem Bundesland, weil das stört mich jetzt, das ist mir jetzt auch sehr unangenehm. Also hat der gestimmt? Ja, ja. Bundesland Kärnten? Ja. Aber bei dir ist die Vita auch sehr lang, was deine Karriereleiter betrifft. Wie hat bei dir alles angefangen? Keine Angst, mit 3. Ah, ja. Erster Auftritt war wirklich, also mein Papa war Kaufmann, aber auch in seiner Freizeit Konferencier bei so Muttertagsfeiern und bunten Abenden halt. Ne? Und da hat er mich wirklich einmal mitgenommen mit 3 Jahren und da habe ich 2,5 Streiche Max und Moritz habe ich aufsagen dürfen. Und das war eigentlich immer klar, dass ich bin Schauspieler und ich hatte auch nie Angst vor der Bühne oder aufzutreten oder so. Und ich bin den Eltern wirklich sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Ja, genau. Das ist super. Es ist natürlich schön, wenn man es vorgelebt bekommt. Dann meistens ist es auch so. Dann geht man in diese Fußstapfen, geht man weiter einfach. Ja? Schauspiel und Gesang, das ist dein Leben. Kann man so sagen. Beides hast du studiert. Wo hast du dein Studium gemacht und welche Rolle spielt der Gesang heute noch bei dir? Musikhochschule Wien und ich wollte eigentlich Opernsänger werden und bin da so richtig hin, wurde genommen und nach einem halben Jahr habe ich aber gemerkt, na, ohne Sprechtheater bin ich es nicht. Also das ist für mich eigentlich immer gleich wichtig. Und dann habe ich nach einem halben Jahr eben angefangen, Privatschauspielunterricht zu nehmen. Dann war ich eine Zeit lang sogar außerordentlicher Hörer im Reinhardt-Seminar, weil das war im gleichen Gebäude. Und bin dann immer so zwischen den Abteilungen hin und her. Naja, bin jetzt bin ich 53 und ich bin seit mittlerweile 31 Jahren im Beruf. Und einfach unterschiedlichstes und Gott sei Dank sehr früh gemacht, weil ich glaube, Schauspieler ist ein Beruf, bist sicher auch dieser Meinung, Learning by Doing. Ja. Du musst einfach tun. Du kannst ein paar Dinge dir bewusst machen und so, aber du musst es machen. Genau, von der Theorie in die Praxis einfach. Und möglichst früh. Ja. Möglichst früh. Jetzt warst du aber auch am Theater zu Hause oder bist es immer noch, so wie die Marisa. Auf welchen Bühnen warst du zu Hause? Wo hast du gespielt? 3 Hauptbühnen. Das eine ist Stadttheater Klagenfurt, wirklich bei mir zu Hause. Das zweite war das Schauspielhaus in Wien. Und das dritte eben 7 Jahre lang im Theater in der Josefstadt. Das waren so meine Hauptbühnen. Ja. War da jetzt auch was dabei, wo du sagst, da habe ich den Gesang mit einbauen können? Oder war das jetzt... Ich habe schon Opern auch gesungen. Also, Land des Lächelns zum Beispiel, in Seefestspiele in Mörbisch, da habe ich den Gustl gesungen und ein Jahr später hatte ich dann so eine große Hauptrolle, Titelrolle, Oper über den heiligen Franziskus. Aha. Also gesungen habe ich eigentlich immer relativ viel und jetzt, wo es mit den Opernproduktionen einfach zeitmäßig nicht so gut ging die letzten Jahre, habe ich angefangen, so eigene Programme zusammenzustellen. Also unterschiedlichsten Inhalts, aber das ist das Gute, da hast du halt wirklich nur einen Pianisten, du hast die Texte oder die Lieder halt und du hast dich und das Publikum. Und das ist einfach leichter zu organisieren. Ja. Das heißt, es gibt auch ein eigenes Bühnenprogramm von dir? Ja, einige. Ja. Schon? Okay. Kannst du dich denn noch an deine erste Rolle erinnern auf der Bühne?
Was war denn das? Das weiß ich nicht, war nicht dabei. Was war denn das, Marisa? Oh ja, weiß ich schon. Es war eine böse Rolle. Und zwar war das bei uns in der Pfarrjugend. In Klagenfurt habe ich den bösen Kammerdiener Wolf im Verschwender von Ferdinand Raimund gespielt. Wie alt warst du? 16. Oh. Dann schon böse, wie ich. Ja, die besten Rollen. Ja. Jetzt bist du ja bei den Rosenkopf, spielst du ja seit vielen Jahren einen Polizisten, den Michi Mohr. Hat das eventuell mit deinem Berufsbild was zu tun? Hast du gesagt, aber du hast das eigentlich schon beantwortet, du wolltest nie Polizist werden. Oder? Also. Wirklich? Aber meine Eltern hatten einen guten Draht zum Polizeikorps in Klagenfurt. Und da heißt es immer, zwar Kärntner Gesangsverein. Und bei uns wurde wirklich sehr viel gesungen und lauter Polizisten, das waren dann immer Montag am Abend, kamen die meistens mit ihren Maschinen daher und haben dann halt Kärntnerlieder meistens gesungen. Also da war ich mittendrin, also die Polizei gab es in der Form auf jeden Fall. War schon präsent, ein bisschen zumindest. Aber es war nie das Berufsbild, wo du sagst, das möchte ich mal werden. Also dass du sagst, ich identifiziere mich jetzt mit dieser Rolle so ein bisschen. Kann man ja eh nicht sagen. Ich muss es gestehen. Jetzt ist deine Vita bezüglich deiner Rollen und Schauspielerei auch sehr, sehr lang. Angefangen vom Schlosshotel Ort, Kommissar Rex, Weiß-Blau-Wintergeschichten, Ein Fall für zwei. Das sind also nur ein paar, die ich genannt habe. Was hast du am liebsten gespielt und welche Rollen liegen dir persönlich am besten? Ich kann wirklich nur sagen, ich bin unendlich dankbar, dass der Michi Mohr in mein Leben getreten ist mit allem, was dazugehört. Ich liebe den Michi. Also ich finde das... Ich finde das ein ganz großes Geschenk und da muss man Danke sagen und sonst nichts. Ja, weil wenn du so lange das spielst, jetzt auch, muss man sagen, also wenn du die Figur nicht liebst und wenn du keine Sympathie für diese Figur empfindest, dann machst du das nicht 17 Jahre lang. Genau. Also, und insofern. Ja, haben wir beim Herfahren auch gesagt, haben wir gesagt, boah, 17 Jahre, dann muss man das schon mögen. Ja, da war ist besser. Dann ist auch von Klassikfestivals die Rede in deiner Vita. Was genau hat es damit auf sich? Naja, also zum Beispiel diese Titelrolle im Franziskus, das war beim Karinthischen Sommer. Das ist ein großes Klassikfestival in Kärnten. Und das hat es gegeben. In der Folge gab es dann die Gottfried von Einem Tage, also der berühmte österreichische zeitgenössische Komponist Gottfried von Einem, der heuer wäre 100 Jahre alt geworden. Das war eine Geschichte im Weinviertel, Waldviertel, genau an der Grenze. Das habe ich so 6-7 Jahre lang gemacht. Und dann so bei verschiedenen anderen Klassikfestivals. Also heuer bin ich eingeladen, Würzburger Mozartfest und Da war ich leider noch nie und bin sehr neugierig. Also ich kenne es auch nicht, aber ich finde einfach diese Abwechslung und diese Vielseitigkeit sehr, sehr toll. Muss man schon sagen. Jetzt komme ich zurück zu dir, Marisa. Viel über den Max gesprochen. Deine Vita ist ja auch sehr, sehr lang, was deine Karriere betrifft. Nicht so spannend wie Müller. Also Derrick war dabei aus dem Jahr 1995, muss man mal sagen. Bulle von Tölz, Hubert und Staller, um nur ein paar zu nennen. Was war deine allererste Filmrolle? Also das war wirklich eine der ersten, war mit Christiane Hörbiger und Martin Benrath, das ist Der Magier, das war der erste Film auf HDTV, das war ein Abschlussfilm und das war 1993. Wahnsinn. Genau. Wie alt warst du da? Ach, jung. Oder wie jung? 19. Komm, war nie meine Stärke. Nein, das war eine Kinderrolle. 19. Sehr schön. Jetzt sprichst du aber auch Hörbücher. Du hast auch Hörbücher gesprochen. Du hast deine Stimme verliehen. Welche waren das? Also bei den Hörbüchern, das war Zipfelklatscher und Betthupferl. Sehr nette Geschichten von der Sigi Heidi Hohner. Die spielen am Chiemsee und da kommen natürlich verschiedene Charaktere vor. Und wir waren ja schon eben vorhin bei Dialekt. Und ich liebe auch Dialekt sehr,
also nachzumachen, zuzuhören. Es hat einfach großen Spaß gemacht. Und der Vorteil ist eben auch, wenn du Hörbücher einsprichst, das kann man gut nebenbei machen. Und was auch das Schöne ist, man ist alleine. Wir sind im Ensemble und du kannst quasi deine eigene Regie machen. Aber was ich auch noch dazu sagen will, ich habe mit dem Max auch schon zusammen ein Programm gemacht. Wir haben an der Nolde-Stiftung quasi als Leben die Vergangenheit von Herrn Nolde ein bisschen aufgearbeitet. Der Max hat gesungen, ich habe gelesen und wir hatten noch einen Pianisten dabei und das hat auch großen Spaß gemacht. Super. Also es war eine tolle Arbeit. Das macht ihr aber gerade nicht mehr. Wir haben schon vor, das zu machen. Also es gibt, also man spielt so, aber ich finde, sowas muss entstehen. Das geht nicht immer von heute auf morgen, sondern man liest sich ein. Also wir haben es schon in Planung, dass wir sowas machen wollen. Mhm, aber so ein schönes Projekt. Wir hätten ein schönes Projekt, ja. Aber man ist ja auch eingebunden und manchmal ist es auch so, manchmal braucht man auch Freizeit. Ja. Und manchmal muss man auch den Kopf freikriegen und dann kommen die Gedanken schon wieder. Ja. Also wenn man sowas, ich bin kein Fan von Dingen, man bricht es über den Zaun, so, weil dann wird es krampfig und, sondern das muss flutschen. Ja, ja, entstehen, genau. Ja, genau. Das gut Ding braucht Weile. Ja, genau. Aber wenn es soweit ist, dann lasst ihr uns das wissen, bitte. Auf alle Fälle. Also, wie bereits erwähnt, stehst du seit 1995 oder schon, eben schon auch schon früher vor der Kamera und auf der Bühne, eine bereits lange erfolgreiche Zeit, möchte ich sagen. Hast du persönlich den Schritt jemals bereut in diese Richtung? Nein. Ich wollte das immer und ich für mich, ich bin der Meinung, dass du nur so diesen Beruf machen kannst. Also ich bin kein Fan von, ich mache mal hier was, ich plätscher mal hier, ich mache das, sondern du brauchst einen großen Willen und du brauchst einen starken Willen und den hatte ich von Anfang an und ich wollte das immer machen auch. Also es ist, ich kann mir nichts anderes vorstellen, außer diesen Beruf und ich finde nur, so geht's. Natürlich hadert man ab und zu, aber wenn man so zurückblickt und sagt, wo man jetzt steht und wo vielleicht andere gedacht haben, huhu, Schauspielerei, dann sage ich, mit dem Willen habe ich das schon erreicht und ich kann schon zurückblicken und kann sagen, ich arbeite. Was ein großes Glück ist auch, dass man das sagen kann für mich. Ich bin da auch ja, dankbar und auch total glücklich darüber. Und ich hoffe einfach, dass ich den Beruf noch lange machen kann. Ich sage immer, das kann man nur machen, wenn man das mit Leib und Seele macht. Ja, mit Leidenschaft. Du musst für alle Dinge, ich bin der Meinung, du musst für alle Dinge, was du machst, egal ob du Arzt bist, egal ob du Mechaniker bist oder egal was du machst, wenn du keine Leidenschaft hast für das, was du tust, dann kannst du deine Koffer packen, finde ich. Dann bringt es nichts. Dann brauchst, also, du brauchst, finde ich, fürs Leben, dann lass es bleiben. Ja. Genau, aber es ist auch so, wenn man keinen 9-to-5-Job hat, so wie jetzt das bei euch einfach ist, es gibt oft einfach manchmal kein Ende, es gibt keinen Feierabend oft, weil sich etwas verzögert. Mhm. Also das muss man über 17 Jahre oder noch länger schon auch mögen. Mhm. Und wenn ich das nicht lebe, dann kann ich es nicht. Das ist immer, also in unserem Beruf das Gleiche, es gibt kein Wochenende, und, aber wir machen es gern und wir erleben sehr viel, wie man gerade sieht, sehr schön. Da machen wir wirklich sehr gern. Also, jetzt kommen wir natürlich zu den Rosenheim-Cops, gell? Weil wir sitzen ja hier in der Kulisse, ganz stolz immer. Die Vorabendserie läuft seit 2002, sehr erfolgreich, und du bist mittendrin. Von Anfang an, seit dem Jahr 2002, wie kam es damals zu dieser bezaubernden Rolle zur Stockel? Ja, das hat ja auch eine kleine Geschichte, erzählt man auch gerne. Am Anfang war ich gar nicht besetzt für diese Rolle. Und und dann hat das irgendwie aber nicht so funktioniert. Und dann konzipiert man ja eine neue Serie. Und dann haben der Dieter Kehler, der damals dann das übernommen hat, dann sozusagen, und das nochmal neu aufgezogen hat, hat gemeint, er würde gerne mein Band nochmal sehen. Und dadurch ist es dann entstanden, dass ich die Rolle Stockel dann spielen durfte. Und ich glaube, die Leute sind jetzt ganz happy, dass ich das spiele. Das kann man so sagen, will ich mal gesagt haben an der Stelle. Also wir haben schon schöne Grüße bekommen. Unbekannterweise sollen wir mal ausrichten. Sie freuen sich schon, wenn ihr über den Bildschirm flimmert bei uns. Jetzt ist in deiner Rolle Stockel, bist du die unterstützende rechte Hand der beiden Hauptkommissare, aber auch des Herrn 80er. Was genau gehört dabei zu deinen Aufgaben als Stockel?
Für den Herrn 80 oder für die Kommissare? Insgesamt. Insgesamt. Naja, ich mache halt Papierkram. Beim Herrn 80er, wenn da mal was in der Musikakademie nicht funktioniert, muss ich zur Stelle sein und irgendwelche Berichte abdrucken, abschreiben etc., wenn die Frau Hofer auch nicht kann. Dann recherchiere ich wahnsinnig viel, dann gucke ich ja selber sehr neugierig manchmal nach, um dann vielleicht auch zur Lösung des Falls beizutragen. Man weiß es ja nicht. Aber das sind so meine Aufgaben, die ich zu tun habe. Was ja oft einmal der Fall Kaffee ist, kochen, Butterbrezen schmieren und dem Michi Kekse kaufen. Genau. Ja, Temperamentsausbrüche und Intrigen sind auch an der Tagesordnung. Fällt dir das manchmal schwer, diese Charakterzüge zu spielen? Nein, weil ich glaube, jeder Mensch, wenn man sich reflektiert, bricht mal aus sich raus. Ich bin eine Frau, ich habe auch meine Freundinnen. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ach, die sind alle so nett, sondern natürlich lästert man mal. Es ist ja lächerlich, dass man das nicht tut. Also ja, also ich denke schon, Schauspielerei besteht ja auch darin, dass man Emotionen, die man kennt, einer Figur zu geben und es mitzuleben mit der Figur, aber halt innerhalb des Charakters dieser Figur und nicht meines Charakters. Mhm. Und dass es auch authentisch wirkt. Und das ist im Büroalltag einfach einmal so. Ja. Oft einmal so. Jetzt gibt es bei dir ja einen berühmten Satz in dieser Serie, der da wäre. Es gab aber der Leich. Genau, richtig. 100 Punkte. Ja. Wie würdest du die Miriam Stockel beschreiben selbst? Neugierig, selbstbewusst, lebensbejahend und forsch. Mhm. Was man auch sein muss, wenn man mit so vielen Männern zusammenarbeitet. Ja. Oftmals. Das hast du eigentlich vorhin schon beantwortet, die Frage, wie viel Marisa steckt in dieser Rolle? Naja, ich versuche schon, meine Rollen so anzulegen, dass man sagt, ich bin Marisa und das andere ist Schauspielerei. Also das ist eine Figur, das ist ein Charakter, den man sich erarbeitet. Aber es gehört natürlich dazu, oder ich habe gelernt quasi, dass man sagt, Emotionen, die man kennt, auf eine andere Figur, aber innerhalb des Charakters dieser Figur halt zu spielen. Und du hast ja Kostüm, du hast Maske und sobald man sich anzieht, sobald man die Lockenwickler morgen im Haar hat, wird man zur Frau Stockel. Und wenn ich das alles entferne wieder und meine Klamotten anziehe, dann bin ich natürlich wieder Marisa Burger. Es wäre ja schlimm, wenn ich ans Telefon gehen würde zu Hause und sage, es gab der Leich. Also Familie ausgerottet. Meine Mann Kekse und Kaffeeständer ist ja wieder. Aber draußen wird das schon mal passieren, oder? Wenn du durch die Fußgängerzone gehst, also, dann... Das, natürlich sprechen dich Leute mit deinem Rollennamen an. Also wenn man so lange eine Figur und die ja schon präsent ist, so in der Art, wie sie ist, dann wissen die Leute eher deinen Rollennamen als deinen eigentlichen Namen. Was ja nicht immer so toll ist. Ach halt mein so Gott, das ist so. Da muss man leben. Also das ist jetzt nicht so. Du darfst es nicht machen. Also es sind immer so Sachen, wo man denkt, klar, das möchte ich nicht und das möchte ich nicht. Ja, mein Gott, da macht den Job nicht einfach. Ja. Genau. Jetzt sitzt neben dir ja der bezaubernde Kollege in der Serie, der Michi Mohr. Mit ihm kommst du ja wirklich gut klar, also das sieht man auch. An was liegt's? Der Michi Mohr hat genauso wie die Stockel kein Privatleben. Uns gibt's nur bis hier. Und natürlich Sekretärin und Polizist ist natürlich immer eine schöne partnerschaftliche oder wie sagt man denn, kann man schön bespielen irgendwie, weil wir sind ja untergeordnet sozusagen. Wir sind die Kaschbein. Wir sind die Kaschbein, genau. Ich weiß nicht. Danke. Und insofern gibt es immer Stoff und so. Und natürlich ist der Polizist bei der Sekretärin und trinkt da seinen Kaffee und wird getröstet, wenn er mal wieder jede Menge aufgeheizt bekommt. So. Also deswegen eine klassische Konstellation. Buffrollen sagt man auch. Yes. Kannst du das so unterstreichen, Max? Ja, wenn es unbedingt sein muss. das kann ich sehr unterstreichen. Na, wir treffen uns ja da irgendwie in einer ähnlichen Gehaltsstufe auch. Ja, genau. Also, es ist ja ungefähr gleichwertig irgendwie. Und wie du gesagt hast, wir sind in der Operette und in der komischen Oper, würde man sagen, wir sind die Buffos. Ja. Und so oder halt die Kasperl. Jetzt bist du in deiner Rolle als Polizeiobermeister, stimmt? Hauptmeister, bitte. Ja,
als Polizeihauptmeister. Michi Mohr präsent und unterstützt seit der ersten Folge die beiden Hauptkommissare, auch mit deiner Arbeit. Das kommt jetzt später, wurdest du zum Polizeihauptmeister befördert, aber mit einigen Komplikationen auch. Also die Beförderung. Du sprichst auf meine Sterndame. Ja, in der Serie war das, da wurden doch irgendwie die Unterlagen dann nicht weitergeben. Oder ach so, also das sind zwei verschiedene Dinge. Beim einen ging es tatsächlich um die Beförderung vom Polizeiobermeister zum Hauptmeister. Mhm. Und da war eine sehr nett geschriebene Doppelfolge, wo er dann eigentlich sagt, naja, es ist ja wurscht. Also in der ersten Folge ist es nicht geworden und er wurde nicht befördert, war natürlich eine gewisse Enttäuschung. Und dann hat er in der zweiten Folge gezeigt, dass er eigentlich ein Polizist ist, weil er Polizist sein will und nicht wegen der Beförderung, sondern weil er diesen Beruf halt liebt. Und insofern war es eine ganz lieb erzählte Beförderung halt. Und dann gab es eine unfreiwillige Beförderung, wo man nicht gedacht hätte, dass das so viele Menschen interessiert. Eine Kostümbildnerin von uns hat im zweiten Jahr gefunden, dass ein silberner Stern hübscher ist als drei grüne Sterne. Und das wurde dann halt einfach so gemacht. Und das stimmt aber nicht so ganz oder ist nicht richtig für die Figur, weil der will ja was, der ist ja auch ehrgeizig und möchte ja weiterkommen, aus eigener Kraft auch weiterkommen und so. Und auf einmal ist der Hauptkommissar oder Kommissar. Und warum eigentlich? Der müsste ja noch einmal studieren, wenn er keine Matura hat. Ne? So, und auf das hat uns ein Regisseur, der Jörg Schneider, hat mich daran auf das aufmerksam gemacht, hat gesagt, na, eigentlich nimmt man ja dadurch der Figur etwas. Und man hat beschlossen, na gut, jetzt gibt man den silbernen Stern wieder weg und er kriegt wieder drei grüne. Und haben gedacht, das merkt niemand. Gottes Willen. Foren, Internetforen, wie kann man das? Sie waren ja einmal da und jetzt sind sie wieder da. Und noch schlimmer wird es durch die ganzen Wiederholungen. Ja, dann hast du oft eine ganz alte Folge, dann ist es wieder anders. Mittlerweile noch blaue Uniform. Es bleibt spannend. Ja. Glaube ich schon, dass die Zuschauer, da gibt es schon welche, die sind Junkies und die schauen dann. Und wenn da was nicht passt, das ist ganz wichtig. Kommt sofort der Shitstorm, ja, sofort. Na, Shitstorm war es Gott sei Dank keiner, aber es wurde. Und ich habe mich tatsächlich hingesetzt und auf Facebook habe ich so einen kleinen Artikel geschrieben über, warte mal, die Sterne des Herrn Mohr oder so irgendetwas. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, gell? In der Rolle als Michi Mohr wirst du von den Hauptkommissaren ja teilweise wie ein Laufbursche behandelt, haben wir vorhin schon gesagt. Trotzdem bist du aber hochmotiviert und übernimmst jede Ermittlungsarbeit. Ja. Und das oft sehr oft mit Erfolg. Was gefällt dir persönlich sehr gut an dieser Figur, an Michi Mohr? Ich würde gerne noch was Grundsätzliches sagen, was eigentlich uns alle, das gesamte Schauspielerensemble betrifft. Ich glaube, einer der Erfolge, warum die Rosenheim-Cops, oder einer der Gründe für den Erfolg der Rosenheim-Cops, so rum, ist, glaube ich, dass wir mit der Findung unserer Figuren sehr in Ruhe gelassen wurden. Mhm. Also es waren jetzt nicht 20 Redakteure, die sagen, du verlierst dich so. Ja. Und das war bei uns nicht. Wir haben einfach gespielt. Gemacht. Ja. Ja. Und das heißt, ihr habt auch mal vielleicht einmal selber einen Text ein bisschen umgeschrieben. Ja. Das dauert. Man muss auch dazu sagen, wir hatten noch die Ruhe. Wir haben mit wie vielen Drehtagen angefangen? Mit 11 Drehtagen angefangen. Mhm. Es ist heute nicht mehr möglich, dass du so viele Drehtage hast, dass du was entwickeln kannst, dass du dich hinsetzt und wirklich mit deinen Kollegen Figuren entwickelst, Beziehungen zu den Figuren entwickelst. Heute ist man ja so, man macht eine Serie, dann ist man so beschäftigt mit seiner Figur, weil man muss die ja gut machen vor dem Redakteur, dass man die andere Figur überhaupt nicht sieht. Und weil du auch Angst haben musst, wenn das nicht alles funktioniert, dann wirst du abgesetzt oder die Serie wird abgesetzt. Genau. Und das ist immer unter Zeitdruck. Und dann bist du unter Zeitdruck. Ja, und das ist der Unterschied, sag ich mal. Und so, und dann kannst du es natürlich so wie eine Schichttorte. Mhm. Du kannst es dann einfach anreichern. Es kommt immer was dazu. Ja. Es kommt nach 17, 18 Jahren, geht auch ein bisschen was weg. Ja. Legt auch in Natur der Sache, was halt einfach nicht mehr passt. Dafür kommt aber vielleicht ganz was Neues, womit man nicht gerechnet hat. Mhm. Also ich finde diesen Prozess unglaublich schön. Ja. Schöner Prozess, wenn es wachsen kann. Ja. Genau. Und nicht unter Druck nur ist. Jetzt finden am Set ja auch immer wieder personelle Wechsel statt. Ihr habt ja auch Gastkommissare. Wie stellt man sich als Hauptfigur auf die unterschiedlichsten Charakteren und immer wieder diese personellen Wechsel ein?
Das ist wie im Job auch, denke ich mir mal, mal kommt ein neuer. Und dann musst du halt, also du liest ja auch das Drehbuch, du weißt ungefähr, wie der Charakter ist und dann agierst du aus deiner, aus dem Bauch raus und hoffst, dass dein Gegenüber, der Schauspieler, auch aus dem Bauch arbeitet und man zusammenarbeiten kann. Man gewöhnt sich auch aneinander einfach in der Zeit. Ja. Auch wenn es wechselt, sind ja doch einige, die auch immer wieder dabei sind. Gell? Sind immer verschiedene Figuren. Und schön ist, finde ich, wenn so Gastkommissare kommen oder Gastrollen überhaupt, wenn man sich echt ein bisschen die Zeit nimmt und das ist wie ein Geschenk. Mhm. Dann, wenn da was ganz Eigenes zwischen diesen beiden Figuren entsteht. Mhm. Und das ist wunderbar. Mhm. Das fühlt sich auch toll an. Ja. Ja, weil man lernt auch nie aus. Ja, jeder Mensch ist ein Unikat. Ja. Das ist so. Und jeder ist irgendwie mal schlecht aufgelegt oder nicht gut drauf oder auch mal gut drauf. Na, oder meistens gut drauf, mal schlecht drauf. Genau, deswegen sind die Rohkops mittlerweile das Hauptengagement von beiden wahrscheinlich, gell? Also, oder macht ihr gerade noch nebenbei, außer euer geplantes Bühnenprogramm, das wir noch nicht kennen, wann es startet? Das wissen wir auch noch nicht, ehrlich gesagt. Also man freut sich immer, ich freue mich immer, wenn man woanders noch dreht. Das finde ich auch wichtig, dass man nicht nur signalisiert, das ist hier mein, ich bin Schauspieler, ich will viele Rollen spielen. Mir ist das wurscht, wo, wenn es passt, passt. Klar ist man natürlich eingebunden in die Serie, weil man sagt, man dreht hier sehr viel und man braucht eben auch eine Zeit, wo man sich erholt. Aber ich weigere mich, dieses Schubladendenken anzunehmen irgendwie. Es ist ja immer sehr einfach zu sagen, der ist da drinnen, der spielt, der kann nur das. Das ist bei uns in Deutschland sehr, sehr üblich, finde ich. Und dagegen wehre ich mich so ein bisschen. Und wenn es nur für mich ist irgendwie. Und ich, ja, weil ich einfach sage, ich kann schon was anderes auch. Klar, hier ist man wie im Theater auch zeitlich. Wenn du einen Vertrag hast, bist du halt da. Da kommt man auch schlecht raus. Ja, aber es ist ja nicht das Schlechteste, wenn ich hier spiele und irgendwie mich ausleben darf in meinem Job. Ja, ja. Was soll das? Wo soll ich da jammern? Also ist ja lächerlich irgendwie, oder? Also, na, also ich schließe mich inhaltlich voll an. Na, ich persönlich finde es als Zuschauer immer sehr erfrischend, muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Hubert und Staller anschaue, oh, das ist ja die Stockelten. Ja. Das sagt man dann so in sich. Und ganz anders vielleicht auch. Ja, in ganz einer anderen Rolle, ein anderer Charakter. Ja, man sieht einfach diesen Menschen auch mal anders. Mhm. Ganz einfach. Sehe ich als Zuschauer schon als sehr wichtig an. Muss ich sagen. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an beide. Also ihr könnt beide antworten. zusammen. Wenn ihr mal so richtig Zeit für euch habt, was wahrscheinlich wenig der Fall sein wird, was macht ihr dann? Hobbys zum Beispiel. Also ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Ich mache wahnsinnig viel Sport. Ja, das ist das, was treffe mich mit Freunden und versuche mein soziales Leben, was in unserem Job manchmal sehr schwierig ist, zu pflegen. So. Mhm. Auch, also Familie, Freunde, sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Auch jetzt, wo ich so viel Zeit Gott sei Dank in München verbringen darf, es werden immer die Wiener und die Klagenfurter Freunde, es wird einfach diese Freundschaften gepampert. Und tatsächlich zwei Hobbys. Das eine ist die Astrologie, das andere sind alte Schallplatten. Okay. Ja. Und also wie andere Leute, ich bin überhaupt kein großer Sportler. und wie andere Leute irgendwie laufen oder Tennis spielen oder irgendwas machen, ja, gehe ich in Plattenantiquariate. Und das ist für mich die größte Entspannung. Ja, ist auch schön. Das ist traumhaft. Ja, super. Und was ziehst du dann da so raus? Ist ziemlich klar. Vokalmusik. 50er, 60er Jahre, also Opern, Oratorien und natürlich auch so Jazz. Also ich bin wirklich, ich sammle Ella Fitzgerald-Platten und die Original-Erstpressungen von Chet Baker. Und das ist einfach super. Wow, findet man aber wahrscheinlich selten, oder? Ja, ist schwer. Ist wirklich schwer. Ja. Dumm Hobby. aber es ist mir noch in jeder Stadt, wo ich neu war, ist es mir gelungen und da muss ich gar nicht viel recherchieren, wo das sein könnte. Das führt mich untrüglich zu einem Plattenantiquariat. Dankeschön, keine weiteren Fragen. Es passiert nichts im Leben durch Zufall. Es ist immer alles Bestimmung irgendwo. Ja. Das ist meine Meinung zumindest. Jetzt sind die Rosenheim-Cops ja ziemlich erfolgreich. Erfolgreiche Serie seit 17 Jahren. Was meint ihr denn, was ist das Erfolgsrezept?
Also ich denke, dass die Charaktere bei uns sehr wichtig sind, dass es nicht immer um den blutrünstigen Mordfall geht, sondern der Mordfall ist ja oft Nebensache. So, wir sind einfach ein lustiges Ensemble und die Leute erfreuen sich der den einzelnen Charakteren, würde ich sagen. Das ist, dann hast du nur die schöne Landschaft da in Bayern und dann... Und ich glaube, Spielfreude. Spielfreude. Ich glaube, das höre ich so oft vom Publikum. Also man sagt, ach, irgendwie, auch wenn wir sagen, ja, die macht Spaß oder eben sogar Freude, das merkt man. Und das ist schön. Das stimmt, das ist sehr authentisch. Das merkt man auch. Also es gibt schon andere Serien auch, die also auch billiger produziert sind, das sieht man dann auch und dann sieht man schon, okay, das ist halt die tägliche Arbeit. Ist so. Und die Landschaften sind natürlich auch toll, unschlagbar, die Schauplätze. Aber ich persönlich finde auch toll, diese Gastkommissare eben, dass man immer mal einen neuen Wind hat, dass man ein neues Gesicht oder ein anderes wieder sieht. Und es sind ja viele Hauptdarsteller oder Darsteller, Gastdarsteller, die auch sehr bekannt sind, also die man gerne sieht. Ja, klar. Jetzt sind wir eigentlich mit dem Talk schon am Ende. Vielen lieben Dank. Wir wünschen herzlich euch gerne. Alles Gute für die Zukunft und dass noch jahrelang so weitergeht, wirklich, auch auf eurer Karriereleiter. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch für euch 6 Fragen im Petto, die es nicht in den Talk geschafft haben. Und ich habe hier meinen grünen Würfel und jetzt darf jeder von euch einmal würfeln und dann stelle ich die dementsprechende Frage, die Marisa darf antworten. Okay. Drei. Mit welchen 3 Worten würdest du dich beschreiben? Lebensfroh, aufgeweckt. 3 Worte. Lebensfroh, aufgeweckt. Neugierig. Gut. Ja? Darf ich noch ein viertes dazu? Bitte. Schön. Oh Gott. Der Max. Boah, ich bin so ein Bewegungsgünter. Das ist furchtbar. No, alle 6. Das ist eine gute Frage. In welcher Situation hättest du deinem Gegenüber mal so richtig gerne die Meinung gesagt? Da gab es einige. Ja, ich probiere es wirklich, wirklich kurz zu machen. Ich habe mir wirklich gewünscht, mit einem ungefähr gleichaltrigen Mann befreundet zu sein. Also rein Spätzl. Ja. Und er war also unglaublich cooler Typ, junger Architekt. Es kam auch dazu, wir waren so 2 Jahre, also richtig viel zusammen unternommen. Also wir haben das Nachtleben von Wien erkundet. Wir sind zusammen auf Reisen gewesen. Er hat ein halbes Jahr bei mir gewohnt. Also es war richtig, wir waren echte gute Kumpel. Und irgendwann auf einmal war der Schluss und ich habe nichts mehr gehört. Und dann habe ich gesagt, naja, passt schon. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Und da habe ich mir einen Brief geschrieben, ich so, bist du beleidigt, habe ich dich irgendwie verletzt oder was? Dann rief er mich an, so, du hast mir so einen komischen Brief geschrieben. Dann ich wollte einfach wissen, ob irgendwas war. Also, nein, gar nicht, du interessierst mich nur nicht mehr. Und da habe ich so erschrocken reagiert. Ja, irgendwie so meine gute Erziehung hat dann irgendwie durchgeschlagen und hat nur gesagt, oje, das tut mir aber leid. Und wenn ich aber heute drüber nachdenke, es gibt schon Grenzen für schlechten Geschmack und Anstand auch. So. Heute würde ich ihm, glaube ich, das Goetz-Zitat sagen. Und das wäre nicht, wo viel Licht ist, ist großer Schatten. Ja, sowas sitzt dann auch tief. Ja, das war wirklich schlimm. Ja. Also. Gut. Vielen lieben Dank noch. Gerne. Bitteschön.